Hallo Stier, wir schauen in den September hinein und fragen mal das Universum, was ist wichtig für den einen oder anderen Stier? Der Eremit fällt raus. Es geht also ein bisschen um die Innenschau und es geht auch darum, hier ja, geduldig und gelassen weiterzumachen. Ja, der Eremit ist immer so ein bisschen Selbstfindung, Wahrheit, Klarheit finden, vielleicht auch Meditation, vielleicht hat auch genau das jetzt eine Bewandtnis im September für den einen oder anderen Stier, wirklich ein bisschen mehr zu meditieren, um in der Ruhe und Gelassenheit zu bleiben, damit langfristig eben ja, dein Erfolg aufgebaut werden kann und ja, du auch für die ein oder andere Überraschung hier im September gewappnet bist. Vielleicht kriegen wir hier gleich noch einen Ausblick, was es zu bedeuten hat mit der Überraschung, aber grundsätzlich ist hier Eile mit Weile angesagt. Wirklich ein bisschen runterfahren und entspannen. Die Dinge einfach mal laufen zu lassen. Was bekommt der Hierophant? Ich glaube, er war bis jetzt, glaube ich, fast in jeder Legung präsent. Auch hier geht es darum, sich weiterzuentwickeln, den Sinn des Lebens, dem Sinn des Lebens weiter nachzujagen, aber mit Geduld nachzujagen, sich weiterzuentwickeln, weiterzubilden. Der Hierophant ist immer so derjenige, der etwas meistern möchte, ne? Das ist ja nun mal auch das männliche Pendant zur Hohen Priesterin. Er ist der hohe Priester. Er bringt auch in gewisser Weise hier unerwartete Führung mit rein, weil einfach Erkenntnisse den Weg ebnen und natürlich auch ja, Wertvorstellungen, Glaubenssätze so ein bisschen verändert werden können. Paradigmenwechsel können hier stattfinden, dass einfach alte Denkweisen und vielleicht auch alte Verhaltensweisen hier abgeworfen werden können im September. Wir haben hier auch noch die 9 der Kelche auf dem Kopf liegen und das ist so ein bisschen Gefühlshemmung und daraus resultiert auch oft eine Oberflächlichkeit. Hier sind unerfüllte Wünsche auf dem Tisch und gerade wenn es darum geht, geduldig und gelassen zu sein, die Dinge eben auch laufen zu lassen. Ja, hier ist ein langfristiges Wachstum drin, kein kurzfristiges. Hier ist kein schneller Erfolg jetzt gekennzeichnet. Es ist wichtig, da auch zu schauen, okay, lass dich davon nicht beeinflussen. Das ganze Leben ist zum Wachsen da, das ganze Leben ist dazu da, um Erfolg zu generieren. Bei den einen kommt es früher, bei den anderen später. Je nachdem, wann auch im Leben du anfängst, ja, deinen persönlichen Weg zu finden und auch die Dinge zu finden, an denen du arbeiten möchtest, die du verbessern möchtest. Ja, denk da einmal dran. Also hier so ein bisschen Gefühlshemmung, ein bisschen trockene Erde, würde ich fast sagen. Und das hat entweder damit zu tun, dass du hier etwas oder jemanden vermisst, beziehungsweise dich sogar selber so ein bisschen reduzierst, weil es eben alles so langsam geht. Ja. Sei dir bewusst, das, was langsam wächst, hat auch lange Bestand. Das ist so ein mächtiger Baum, der langsam wächst. Der hat natürlich viel, viel mehr Kraft in seinem Stamm. Ja, und kann natürlich auch viel kräftigere und viel mehr Früchte tragen als so ein schnell wachsender Baum. Stell dir vor, du hast so eine kleine zarte Erdbeerpflanze. Ja, da kannst du dich dann ein bisschen dran erfreuen. Die hat aber nicht die Kraft, um riesig groß zu werden. Und die geht auch im nächsten Winter ein. Es ist so. Ich hatte ein Jahr lang auch mal Erdbeeren hier, die habe ich von einem Kollegen bekommen und das sind immer einfach kleine zarte Pflanzen. So, die schneidest du dann im Winter komplett zurück und dann wachsen sie im nächsten Frühjahr wieder aus. Ein Baum dagegen, der wächst weiter und der wird dann auch umso ertragreicher im Laufe der Zeit. Ja, im Laufe der Zeit kommt hier viel mehr Ertrag rein. Du hast hier, ich sage mal, eine gewisse Basis mit den 5 der Münzen. Die Frage ist nur, was machst du jetzt daraus? Siehst du es pessimistisch? Und sagst, oh, es dauert mir jetzt alles zu lange und das soll jetzt am liebsten sofort alles passieren, emotional, beruflich, wie auch immer. Oder sagst du dir, gut, es wird einen Winter geben, die Samen liegen in der Erde und können dann im nächsten Frühjahr wieder aufkeimen und bleibst halt auch in der Geduld. Also hier ist wirklich so ein Mangelbewusstsein, hier ist ja eine Konfliktenergie. Vielleicht geht es bei dem einen auch so ein bisschen um die Finanzen, dass die Finanznot ist, dass das, was hier in Aktion gebracht wurde, nicht schnell genug reift, nicht schnell genug die Früchte einfährt.
Es kommt, wenn es kommt. Ja, ist vielleicht auch die Lernaufgabe hier in der Situation. Wenn du gerade zum Beispiel dein Business gestartet hast und du hast noch nicht den Erfolg. Das Problem ist, diese Ungeduld sorgt dafür, dass du den Weitblick verlierst über das Gesamte und auf so eine ganz kleine Sache fokussiert bist und damit eben Gefahr läufst, hier auch ja die wichtigen Dinge, die wichtigen Zeichen zu übersehen in der Angelegenheit, weil du so darauf fokussiert bist, jetzt Fülle zu generieren, ja, läufst ein bisschen kurzsichtig mit Scheuklappen durch die Weltgeschichte. Was bekommen wir denn noch für den Stier im September, liebes Universum? Mutige Lösungen finden und damit natürlich auch eine schnelle Veränderung herbeiführen. Ritter der Schwerte-Energie. Es ist so ein bisschen das Durchspielen im Mentalen, im Kopf vielleicht auch deinen nächsten Schachzüge planen. Das geht aber auch nur, wenn du Weitsicht behältst. Ja, wenn du aus dem Mangelbewusstsein herauskommst und wirklich sagst, okay, du hast hier eine Basis, aber langfristig wirst du hier ernährt werden können, wenn du am Ball bleibst. Ja, hier ist es natürlich auch so zu schauen, okay, wie entwickelt sich etwas, wie kann sich etwas entwickeln? Und gerade auch diese Phase, wo du quasi darauf wartest, dass Fülle passiert, kannst du dich natürlich auch wunderbar weiterentwickeln. Wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, so ein bisschen Flaute ist, weil noch Urlaubszeit ist oder weil du noch nicht so den Umfang an Kunden hast, zum Beispiel, dass du die Zeit nutzt, um dich auch persönlich weiterzuentwickeln, dich auszubilden, ja, neue Sichtweisen zu generieren, neue Techniken auszuprobieren oder, was auch immer das sein kann. Wir haben die 5 der Kelche und die 8 der Münzen. Ja, 5 der Kelche ist immer so Schmerz zu lassen, ne? Trauer zu lassen, Enttäuschungen aufarbeiten und sich bewusst zu werden, wenn jetzt hier 3 alte Kelche raus sind, die Lustlosigkeit rausgeht, ne? Die Einsamkeit rausgeht und auch dieses Bedürfnis rausgeht, bei anderen Menschen einen Wert zu sehen, also deinen eigenen Wert bei anderen Menschen zu sehen. Genau dann gehst du hier auch in die Anziehung rein. Hier sind die 2 der Kelche. Hier ist entweder eine wichtige Begegnung, die eine Rolle spielt, jetzt in der nächsten Zukunft, oder halt auch einfach das Klären deiner eigenen Gefühle, was damit natürlich logischerweise einhergeht. So oder so sorgt es für Anziehung und für Auftrieb. Ja, hier luschert die Sonne schon hinter den Wolken hervor. Und wir haben hier die Talent- und Fleißkarte. Es ist ein Zeichen, hier weiterzumachen. Und wir springen jetzt hier von der 7 auf die 8, auch wenn du hier mal kurz ein bisschen runtergefallen bist. Du machst hier weiter. Du lässt dich hier nicht unterbuttern. Ja, du bist fleißig, du lernst weiter fleißig und dementsprechend kannst du deine Fähigkeiten verfeinern. Und das ist letztendlich auch das, was der Hierophant sagt, ne? Etwas meistern, ja, in eine Meisterschaft hineingehen, damit etwas vollendet werden kann. Und die 8 der Münzen ist auch immer so diese Hingabe. Es ist hier eine neue Chance für dich gekennzeichnet. Sei stolz auf deine eigene Arbeit. Und vor allen Dingen haben wir hier auch wieder das Thema Selbstfindung. Letztendlich musst du dich auch selbst finden. Du musst auch dein eigenes Tempo finden. Du lernst mit dem Leben, so könnte man es sagen, und schaffst damit eine Basis. Stabilität. Ja, hier ist schon ein bisschen was. Mit den 4 der Münzen. Das heißt, hier kommt auch Sicherheit rein. Du kannst sparen, weil du um das Sparen willens sparen möchtest und nicht, weil du sparen musst. Ja, auch das ist ein Hinweis hier für den einen oder anderen im September. Und die 4 der Münzen ist zwar auch so ein bisschen Widerstand gegen Veränderung, deswegen heißt es hier, lerne zu reinvestieren. Ja. Entweder in dich selbst, beziehungsweise auch in das Business. So oder so heißt es, komme aus dir heraus. Und die 4 der Münzen sagen aber auch schon, dass hier Erfolg da ist. Es ist zwar noch nicht viel da, ja, die fehlen noch die Stühle, aber es ist schon etwas da. Schau dich doch mal genau um. Ja, du hast deine ersten Kunden vielleicht auch schon bedient, hast schon deinen ersten erfolgreichen Abschluss auf Arbeit geschaffen. Da ist schon eine Basis da. Und hier fällt noch der Erfolg per se mit den 6 der Stäben auf den Teufel. Das heißt für mich auch in der Situation, dass du dich über deinen Mangel stellst. Das ist gut. Ja, du hast hier die eigenen Fehler erkannt.
Dinge, die du verdrängt hast, auch erkannt. Du hast hier Schattenthemen, aber du lässt dich davon nicht unterkriegen. Ganz im Gegenteil, du nutzt es sogar für dich und gehst hier in den Erfolg. Hier ist Anerkennung drin, hier ist Führung drin, hier ist Selbstbewusstsein drin, hier sind tolle Nachrichten für dich drin und dementsprechend natürlich auch Hoffnung. Das heißt, auch in gewisser Weise ist dein Erfolg, dein Ehrgeiz hier aufgrund deiner Schattenthematiken entstanden, weil du dich nämlich nicht länger reduzierst und dementsprechend vorwärts kommst. Ja? Eile mit Weile, lieber Stier. Lass dich hier nicht selbst oder mach dich nicht selbst fertig und blockiere dich. Es ist die Zeit der Reinigung und des Loslassens. Schärfe deine Sinne, ordne dein Leben und fokussiere dich klar auf deine Ziele. Nutze die Präzision und den Intellekt der Jungfrau-Energie, um alten Ballast abzuwerfen, Erleuchtung zu erfahren und neue Fülle in dein Leben zu ziehen. Ja, ich habe fertig. Ich wünsche euch einen schönen September. Lasst es euch gut gehen. Und ich sage natürlich Dankeschön fürs Anschauen, fürs Liken, Kommentieren und Abonnieren und freue mich auf die nächste Legung mit euch.